Mein Name ist Melissa Müller, ich bin Autorin und habe 1999 für ein Buchprojekt, an dem ich damals gearbeitet habe, Traudl Junge, kontaktiert. Ihr Name stand ja damals im Münchner Telefonbuch. Es war eigentlich sehr einfach, sie zu finden. Sie war eine zwar zurückgezogen lebende Frau, aber sie hat sich nicht versteckt. Sie hat kein Geheimnis draus gemacht, dass sie Hitlers Sekretärin war. Also man konnte sie anrufen und sie darauf ansprechen. Aus dieser ersten Konfrontation haben sich sehr, sehr viele weitere Gespräche zwischen Traudl Junge und mir ergeben, die wir so in einem wöchentlichen Schurfix geführt haben, erstmal ohne das Ziel, ein Buch zu machen. Im Gegenteil, sie hat sogar sehr früh gesagt, sie möchte auf keinen Fall ein Buch machen. Und erst nach vielen Monaten und nachdem sie mir ihre Aufzeichnungen, die sie unmittelbar nach dem Krieg geschrieben hat, zu lesen gegeben hat, nur rein für mich als Hintergrundinformation, dann viele weitere Monate der Überredungskunst haben dann dazu geführt, dass sie sich endlich bereit erklärt hat, diese Aufzeichnungen in Buchform zu veröffentlichen. Es war für mich eine schwere Entscheidung, ob ich überhaupt so ein Buch mit einer Person gemeinsam machen möchte, die Hitler so nahe war und so begeistert von Hitler war. Und die Entscheidung ist mir dann am Ende leicht gefallen, weil ich erkannt habe, dass Traudl Junge auf ganz besondere und eigentlich sehr einzigartige Weise es geschafft hat, einerseits dazu zu stehen, wie begeistert sie von Hitler war als junge Frau. Sie hat sehr offen gesagt, er war mein angenehmster, bester Chef. Sie hat aber nach dem Krieg sehr deutlich erkannt und das auch ausdrücken können, dass sie sich von Verbrechern hat blenden lassen. Und sie hat eine sehr selbstkritisch und sehr gnadenlos mit sich selbst eben ihre Schuld versucht zu verstehen und darzustellen. Und das hat mich so für Traudl Junge eingenommen und deswegen fand ich es so wichtig, diese beiden Blicke auf das Dritte Reich darzustellen, dass ich eben dachte, dieses Buch muss man machen. Traudl Junge hatte nach dem Krieg sehr wenig Kontakt zu ihren ehemaligen Mitarbeitern aus dem Führerhauptquartier. Es gab zwar wohl in den 50er Jahren noch regelmäßige Treffen mit den anderen Sekretärinnen, aber auch da war sie wohl nicht mit Herz und Seele bei der Sache, weil für sie diese Zeit abgeschlossen war. Und da sie selbst ja nie Nationalsozialistin in ihrer Überzeugung war, auch nie Parteimitglied war, die Ideologie für sie gar nichts bedeutet hat, hatte sie sich doch von den meisten anderen Mitarbeitern, die doch überzeugtere Anhänger von Hitler und seinen Ideen waren, schnell distanziert. Sie war noch viele Jahrzehnte mit Otto Günsche, dem Adjutanten Hitlers, befreundet, der zwar in einer anderen Stadt gelebt hat, mit dem sie doch immer Kontakt hatte. Er war ja auch ihr Trauzeuge. Frau Junge hatte 1943 einen Diener Hitlers, Hans Hermann Junge, geheiratet. Frau Junge ging als Witwe aus dem Krieg heraus. Sie war also schon mit 25 verwitwet, weil Hans Hermann Junge sich aus seiner Position als Diener Hitlers dann freiwillig an die Front gemeldet hat und gefallen ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die Traudl Junge auch erst lange nach dem Krieg verstanden hat, wie sie mir erzählt hat. Ihr Mann hat ja immer wieder gesagt, ich muss hier weg aus dem Führerhauptquartier, weil ich denke nicht mehr selber. Ich wiederhole, was Hitler sagt. Ich bin dermaßen auf ihn fixiert, dass ich da raus muss und lieber an die Front gehe, als länger hier zu bleiben. Und sie hat mir gesagt, sie hat damals als 23-Jährige nicht verstanden, was er gemeint hat. Und eben erst nachträglich. Leider ist er an der Front gefallen und
Und sie hatte gar nicht die Gelegenheit, ihren Mann jemals wirklich kennenzulernen. Sie hat auch nach dem Krieg nie mehr geheiratet, was sie sehr bedrückt hat. Sie hätte sehr gern eine Familie gehabt, Kinder gehabt, aber es kam einfach nicht dazu. Das war ein großes Unglück ihres Lebens. Das Buch, das ich gemeinsam mit Traudl Junge gemacht habe, Bis zur letzten Stunde, Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben, besteht aus drei Teilen. Einer Art ausführlichen Einleitung, die ich geschrieben habe, in der ich ihre Kindheit, ihre Jugend und ihren Weg ins Führerhauptquartier erzähle. Dann der große Block von Traudl Junges Aufzeichnungen, die sie unmittelbar nach dem Ende, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs aufgeschrieben hat, die eben von dieser ganz frischen Erinnerung und dieser immer noch sehr naiven Sicht auf die Dinge leben. Und einem dritten Teil, den ich die Chronologie einer Schuldverarbeitung genannt habe, in dem ich wieder aufgrund von Interviews mit Traudl Junge ihren Weg nach 1945 bis in die Gegenwart und dieses Bewusstwerden, worauf sie sich da eigentlich eingelassen hat, indem sie Hitlers Sekretärin wurde, beschreibe. Und das war auch eine Bedingung von Frau Junge, dass sie überhaupt dieses Buch gemacht hat, dass eben ihr Text, zu dem sie nachträglich nicht mehr stehen konnte, weil sie ihn so naiv und so in belanglose Details wie was Hitler gegessen hat etc. Eingeht, weil sie sich dafür geschämt hat und Angst hatte, dass er auch missinterpretiert wird, wenn er nicht ausreichend kommentiert ist. Und deswegen haben wir diese Form gefunden, mit der sie sich am Ende sehr wohl gefühlt hat. Ich habe Traudl Junge 3 Jahre lang regelmäßig getroffen und mit ihr über ihre Rolle als Hitlers Privatsekretärin gesprochen und wie sie nachträglich damit umgegangen ist. Wir sind uns in diesen 3 Jahren relativ nahe gekommen und Freunde geworden. Sie hat mich wirklich unendlich beeindruckt mit ihrer Ehrlichkeit, mit ihrer Fähigkeit zur Selbstkritik. Denn sie hat einerseits ohne Beschönigung über ihre Begeisterung für Hitler als junge Frau sprechen können und andererseits so klar gesehen, nachträglich so klar gesehen, mit welchem Verbrecher sie sich eingelassen hat, dass sie als Zeitzeugin und als Mensch eine ganz wertvolle Begegnung für mich war.